Im Jahr 1979 hatte Dieter Lange, langjähriger Leiter der Rundschau-Lokalredaktion Gummersbach, die Idee, die besten oberbergischen Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften zu führen. 3 Jahrzehnte besteht dieser Wettbewerb jetzt schon und hat nichts von seiner Faszination verloren. Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Sportlerinnen und Sportler. Unsere Sparkasse ist in diesem Jahr Gastgeber der 31. Sportlerwahl von UVZ und BLZ und hierzu darf ich Sie auch im Namen der Sparkasse Gummersbach bei Neustadt und der Kreissparkasse Köln ganz herzlich begrüßen. Wenn man sich, wie ich, nicht nur filmisch mit der oberbergischen Sportwelt auseinandersetzt, dann merkt man sehr schnell, welch breites, welch buntes sportliches Treiben hier in Oberberg herrscht und auch welche Spitzenleistungen von unseren Sportlerinnen und Sportlern vollbracht werden. Die sind auch zum Teil über die Grenzen unserer Region hinaus bekannt. Und das beschränkt sich nicht nur auf die Bundesligisten in Gummersbach und Rechtenstadt. Fast 3.500 Stimmcoupons für die Sportlerwahl 2009 erreichten die fachkundige Jury. Damit wurde sogar die beeindruckende Vorjahresbilanz nochmals übertroffen. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite, von der Seite von OVZ und BLZ. Wir begrüßen natürlich auch zuerst und vor allem ganz herzlich die Sportlerinnen und Sportler, die heute Abend hier dabei sind. Um sie geht es und ihnen gebührt der ganze Rest des heutigen Abends, sobald die Grußworte abgeschlossen sind. Ich will das nicht unnötig lange herausziehen, aber ich will 2, 3 Danksagungen heute noch machen. Zum einen, und das unterstreiche ich nochmal, an alle diejenigen, die sich beteiligt haben bei dieser 31. Sportlerwahl, die dafür gesorgt haben, dass es wieder eine Steigerung der Teilnehmerzahlen gegenüber dem Vorjahr gab, mit knapp 3.500 Stimmen. Ein ganz tolles Ergebnis. Viele von Ihnen gehören dazu. Und allen möchte ich, und ich denke, ich habe da Ihre Unterstützung, ganz, ganz herzlich danken von dieser Stelle. Ich glaube, das Jahr 2009, das haben wir schon durch den Trailer ein bisschen gesehen, war ein hochinteressantes Sportjahr. Es war sicherlich für Oberberg ein gutes Sportjahr. Natürlich fällt einem der internationale europäische Titel für den VfL Gummersbach ein, nach vielen, vielen Jahren, an denen wir auf so etwas verzichten mussten. Ich bin zum VfL, darum heißt die Bahnenweg. Jahr herausragend in vielen Sportarten, auch im Handballnachwuchs, im Fußball mit der jungen Mannschaft aus Bergneustadt beispielsweise, bei den Motorradfahrern, im Tischtennis. An vielen Stellen gab es besondere Leistungen. Die UVZ Sportlerwahl spielt natürlich eine ganze Saison wieder, deswegen ist sie vom Stellenwert durchaus sehr hoch anzusiedeln. Die anderen Auszeichnungen für die Wettkämpfe sind immer für einen Tag, aber diese Wahl ist ja dann über ein ganzes Jahr. Was wir dann vor uns haben, das ist die Beobachtung, wie es mit dem Sportjahr 2010 wird. Die erste Vorahnung, was wir im nächsten Jahr hier feiern können, sammeln wir dann, damit Sie bis zum Ende des Jahres kontinuierlich gut informiert sind. Darüber lesen Sie bitte täglich UVZ und BLZ. Ich habe meine Mission vollendet und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wie war dein 2009? Ja, es war etwas durchwachsen die letzte Saison, weil mein Erfolgspony war krank und ich habe von einer Freundin einen Pony sozusagen zur Verfügung gestellt bekommen und musste ich mich natürlich etwas hocharbeiten und bin dann erste Reserve für die Euro gewesen, aber ich war eigentlich zufrieden dieses Jahr. Die Freude für die Europameisterschaft ist immer noch sehr groß, aber ich bin auch sehr überrascht, dass ich es trotzdem jetzt noch auf Platz 2 geschafft habe. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet bei der Sportarbeit, also ich bin durchaus positiv überrascht. Letztes Jahr in England eben Europameisterin geworden, zum 5. Mal in Folge. Wird schon fast langweilig oder so. Fehlen die Gegnerinnen eigentlich? Ja, auf europäischer Ebene fehlen die Gegner schon so ein bisschen. Aber jetzt sind ja Weltmeisterschaften, auch wenn ich dieses Jahr wohl nicht teilnehmen werde, aber auf Ebene der Weltmeisterschaften sind die Gegner doch da und da wird es dann doch eher eine Herausforderung als auf Europaebene. Woher kommt das, dass es auf der Europaebene gar nicht vielleicht die Gegnerin gibt wie bei den Weltmeisterschaften? Ist Deutschland da ein besonders gutes Land, gerade auch in dem Bereich? Also wir haben schon sehr gute Sportlerinnen, auf jeden Fall. Die Förderung ist recht gut, der Trainer ist gut.
Es ist halt im Behindertensport immer so die Frage, wie gefördert wird. Und da ist halt auf Europaebene sicherlich noch einiges nachzuholen, was die Amerikaner oder auch Australier oder Japaner schon besser verfolgen. Du bist Sportlerin des Jahres 2009. Herzlichen Glückwunsch. Was sagt man dazu? Ja, geil. Mit wem trainierst du denn von den Fußballern am liebsten zusammen? Trainieren wir nicht mit. Aber man trifft hin und wieder mal in der Reha oder ja, wenn ich auf Training. Der Mannschaft. Es gab ja immer so ein bisschen Höhen und Tiefen, aber im Moment doch bestimmt gut, oder? Ich habe letzte Saison eine richtig gute Saison gespielt und gehabt und ich hoffe, dass wir die gleiche Saison wiederholen werden. Jetzt haben wir bald auch das Final Four. Große Ziele, wie geht man da ran? Ja, wir sind sicher kein Favorit im Final Four, aber vielleicht machen wir noch einige Überraschungen. Kleine Überraschungen gibt es immer wieder, manche auch ganz groß. Wie stark ist das Training im Moment? Lässt der Trainer nach solchen Erfolgen auch mal ein bisschen euch ruhiger das Ganze angehen? Nein, wir trainieren normal und ganz stark und wir müssen uns vorbereiten für nächste Spiele, wenn wir warten müssen. Ich darf mal kurz beschreiben, die Wiesnhalle ist mit 55.000 Zuschauern ausverkauft und alle wollen jetzt wissen, wie es weitergeht mit dem Aufstieg. Ist ja im Moment so eine Sache, aber nach unten tut auch nichts weh. Wie ist die Stimmung bei euch, obwohl ihr ja verloren habt in Koblenz? Aber erzähl uns ein wenig. Ja, die Stimmung ist natürlich ein bisschen gedämpft nach der Niederlage in Koblenz. Wir haben auch ein bisschen zu kämpfen mit der sehr schlechten Hinrunde, die wir gespielt haben. Aber wir sind drittbestes Rückrundenteam jetzt mit dem neuen Trainer Mike Düsken. Und die Saison wird nach oben wie nach unten nicht mehr allzu viel gehen. Aber ich bin optimistisch, dass wir nächstes Jahr dann die Ziele, die wir haben, nämlich dann wieder auf die vorderen Plätze mitzuspielen, die zum Aufstieg in die Bundesliga berechtigen, dass wir dann auch in diesen Regionen wieder zu finden sind. Was habt ihr wie besser gemacht, als man euch zugetraut hat? Wir haben einfach immer alles gegeben und haben damit Erfolg gehabt bis jetzt. Stellst du dich auch kurz vor? Das ist der Larsen, Spieler. Und guter Trainer? Ja, ist okay. Ist okay? Das gibt, glaube ich, nochmal in der Kabine eine separate Ansprache. Nein, ihr seht sehr entspannt aus, ihr habt einen großen Erfolg geschafft. Was sind denn jetzt die zukünftigen Ziele? Einfach als Mannschaft möglichst zusammenbleiben, weiter mit Jungs aus der Region in der Liga uns etablieren und ja, da einfach weiter Gas geben. Ein großes, erfolgreiches Jahr ist 2009 gewesen. Jetzt habt ihr wieder gute Möglichkeiten, das Final Four steht noch an. Was sind, Goran hat eben ein bisschen erzählt, was sind die Ziele, was habt ihr euch persönlich vorgenommen? Alles verlieren. Alles verlieren ist eine gute Aussage, das ist eine blöde Frage, du hast natürlich vollkommen recht. Aber was ist wirklich drin? Manchmal muss man sich ja schon die Frage stellen, es gab natürlich in den letzten Monaten Probleme, ihr habt alle mit anpacken müssen, ihr habt Gehaltsverzicht, die Wirtschaftskrise hat auch beim VfL natürlich nicht Halt gemacht, einige Spieler sind auch weggegangen, aber von daher sieht das ja fast wie eine Trotzreaktion aus. Kann man das, hat das was miteinander irgendwie zu tun? Ja, vielleicht, aber ja ich glaube schon, aber das ist eine super Truppe, die ganze Mannschaft hat super Charakter, jeder Spieler gibt alles, gute Moral, so, das hängt alles zusammen. Und ja, du hast gefragt, was ist möglich und wir sind Final Four ist schwer, aber möglich. Europacup ist, glaube ich, das ist pflichtig. Er hat das ja schon so oft gemacht, aber heute Abend war er besonders gut. Herzlichen Applaus für unseren Moderator.